Und zwar haben wir hier zwei Jungs, und zwar den Jan und Öps von Weiß. Hallo, herzlich willkommen in der Sendung. München schaltet so langsam zum Hardrock-Zentrum zu werden. Wir haben neulich schon Helter Skelter gehabt. Jetzt seid ihr hier, eine Münchner Band, die es seit Anfang des Jahres gibt. Wie ist eure Entstehungsgeschichte? Es hat mal angefangen mit den Tiers Deutschland. Ne? Ja. Und langsam hat sich das ergeben. Der Schlagzeuger von Bonfire, Edgar Patrick, ist mal eingestiegen und so. Ja. Als Vorletzter kam der Öps, als allerletzter kam ich mit dem Schlagzeuger Roland aus Offenbach. Ja, wir sind zu zweit, also Peter und ich sind aus München gekommen, sind eingestiegen bei TNT. Ja. Und danach, ganz am Schluss, kam dann der Schlagzeuger, ganz am Schluss, wo dann Edgar Patrick zu Bonfire gegangen ist. Und so hat sich das formiert. Mhm. Dann waren wir glücklich. Neuer Name, neue Bandmitglieder. Ja, das ist aber ja nicht, das ist ja nicht das Ende aller Dinge. Dann irgendwann wurdet ihr eigentlich von einer Plattenfirma entdeckt und habt die Chance bekommen, eine LP zu machen. Die gibt's ja jetzt im Moment. Ja, das war so, es war am Anfang, war es bei einem kleinen Label, wo das noch TNT war. Ja. Und hat es dann eben alles so umformiert durch die neuen Leute und neue Inspirationen und alles. Mhm. Und ist dann neu angeboten worden und ist auch dann prompt gekauft worden. Also so hin und her die ganze Zeit und dann im Endeffekt gekauft worden. Dann habt ihr viel geübt und jetzt gibt es also die Platte. Und an der Platte gibt es einen außergewöhnlichen Fact. Sie wurde nämlich nach Los Angeles transportiert, als sie fertig war, und von Michael Wagner, the Heavy Metal Man himself, gemischt. Richtig. Ja, der Endmix. Ja. Hat in Los Angeles stattgefunden. Ne? Das war so eine Vorstellung von uns. Und wir haben mit unserer Plattenfirma geredet. Und gerade so ein Typ wie Michael Wagner kam eben in Frage. Ne? Der hat einiges gemacht in letzter Zeit und überhaupt für diese Schiene war er eigentlich perfekt. Wir waren alle zufrieden. Ja, wir wollten ihn haben. Hat, hat sich denn seine Mitarbeit ausgewirkt auf euer Endprodukt? Ist das dann völlig anders geworden, als ihr das eigentlich vorhattet? Oder hat er schon euren Vorstellungen entsprechend gearbeitet? Also völlig anders ist es mit Sicherheit nicht geworden. Aber es ist, also ich finde, man hört also auch am Mix, welcher Mann das gemacht hat. Also das war uns auch sehr wichtig, dass das eben auch einer mit internationalem Namen macht. Und ich finde, man hört es auch. Also wir sind auch sehr zufrieden damit. Jetzt seid ihr ja nun nicht unbedingt die klassische Heavy-Metal-Band, sondern ihr nennt euch ja auch eigentlich, ihr sagt, wir machen Happy-Metal, das habe ich mal gelesen. Ihr grenzt euch auch namentlich von der Heavy-Metal-Geschichte ab. Warum? Ja, wir können auch die Band Made for Pleasure nennen, ne? Das wäre auch ein Bandname. Oder Made for Pleasure, Heavy-Metal, alles irgendwie in einem. Ist eben Heavy-Metal, Party-Metal. Wir wollen dann den Fun rüberbringen, den wir selber haben, gell? Ja. Weil die Welt ist voller Depressionen und so, ich meine, schwarze Nieten und so, gell? Und jeder macht sein Ding. Ja, genau, das ist halt, also wenn man so im Heavy-Metal-Bereich so rumkrascht, also ist es irgendwie alles ziemlich schwarz und dunkel gehalten und Totenköpfe und Nieten und so. Ja. Wir wollen halt mal richtig bunt sein. Das ist nicht euer Ding, aber da kommt natürlich jetzt gleich das Nächste. Jetzt seid ihr natürlich mit der Einstellung schon wieder voll in die Poser-Ecke abgestellt. Da wird es jetzt heißen, na, schaut euch die Pose an. Na, Poser-Ecke würde ich gar nicht sagen selber. Ne? Ich meine, wir kommen hier um zum Schwitzen und nicht um zu posen. Ja. Ja, ich weiß sowieso nicht mit dem Thema Poser. Es ist so lustig, alle, die irgendwie so in diese Ecke gehen, die sagen immer, wir sind keine Poser. Ich sage auch nicht, dass ihr welche seid, weil langsam frage ich mich, wer ist überhaupt ein Poser? Vielleicht ist Mötley Crüe die einzige Poser-Band auf der Welt. Ja, ich meine, nee, im Ernst. Aber ihr seid ja auch jetzt eben, weil ihr gerade sagt, nicht so auf diese Heavy-Posen aus. Ihr bereitet euch ja auch auf eine ganz außergewöhnliche Art für eine Hardrock-Band auf eure Bühnenshow vor. Ich habe gehört, dass ihr sogar Jazz-Dance-Ausbildung macht. Das ist ganz ungewöhnlich. Vor allem Spontanität auf der Bühne, ne? Ja, das ist Bewegung ist wichtig, aber. Ja. Das ist alles, also es ist nichts Eingeplantes auf der Bühne, es ist jedes Konzert anders. Es ist halt unser Konzept, dass wir einfach auf der Party, auf der Bühne Party machen. Ja. Okay. Und wollen halt die Leute unten, die zu ihnen einladen. Und nicht irgendwie jetzt alles geplant und jetzt vor nach vorne und jetzt alle wieder nach hinten und so. Das ist halt alles also keine steife Choreografie, sondern überlasst das alles eurer Laune und eurer guten Laune, ja. Und weil du sagst, die Leute einladen, die wollen wir jetzt auch einladen, nämlich eure erste Single anzuschauen. Wir sehen euer Video, das heißt Feel the Body. My Body. Das ist ein schönes Motto, okay. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Viel Glück für die Zukunft. Danke auch. Danke.